Auf eine gute Zeit lautet das Motto des Volksmusikabends in der neuen Ebener Festhalle. Anton Leitentoni Mooslechner präsentiert ein Musikprojekt, das die Rossbrand-Musikanten gemeinsam mit den Windstreichmusikanten ins Leben gerufen haben. Doch davor wird das Ebener Quantl vorgestellt. Entworfen hat es die Schneiderin Cecilia Althuber. Vorgeführt wird es von Damen und Herren der Trachtenfrauen und des Trachtenvereins Burgstorner. Wie es ist aus 60, ist immer Quantl geworden, ein wahre Zier. Es gefällt bestimmt allen, nicht gleich nur mir und dir. Das Ebener Dirndl ist nicht nur ein Kleidungsstück, es ist eben. Das grüne Oberteil symbolisiert die bewaldeten Berge rund um Eben, der Kittel ist das geschützte Ebener Moor, die rote Schürze in den Farben des Ortswappens stellt die Wasserscheide Salzach-Enz dar, der schmale Besatz die Römerstraße und das sogenannte Blärmel die drei Katastralgemeinden Eben, Gasthof, Berg und Schattbach. Bleibt noch das Kittelblech als Einschnitt Niedernfritz und Eben und die Knöpfe in Altsilber mit sogenannten Taxzapfen, weil Eben bis 1912 Taxen hieß. Warum man seine Heimat in ein Gewand verpackt, ist leicht erklärt. Ja, da gehört eine gewisse Heimatverbundenheit dazu, würde ich sagen. Ich liebe meine Heimat. Es ist auf der ganzen Welt gibt's schöne Plätze. Ich bin auch schon sehr viel gereist. Aber wenn ich wieder heimkomme, dann ist mir bewusst, was Heimat ist. Und besonders diese schönen Plätze. Ich glaube, dass man in dem Dirndl das Herzblut sieht, das da in der Planungsphase und auch jetzt an diesem Abend eingeflossen ist. Nicht nur von der Cecilia, sondern von ihrem ganzen Verein und von ihren Mitstreitern. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Also ich finde, das ist wunderbar gelungen. Also ich habe das noch nie irgendwo gehört, dass es für eine Gemeinde ein Quantl gibt. Wahrscheinlich gibt es es schon, ich habe es noch nie gehört, aber für ihn halt jetzt das erste Ebener Dirndl Quantl. Echt super, schönes Quantl, ist sehr gelungen und Gratulation an die Cecilia. Es sind ja schon alle Leute gespannt, wer wohl die Taschen mit dem Stoff und das Originalzubehör wird kriegen. Die Nummer 395. Das Ebener Quantl ist natürlich nicht nur der Ebener Bevölkerung vorbehalten. Natürlich darf das ja jeder tragen. Es gibt ja auch Trachten. Wenn ich jetzt da zum Beispiel das Ausseher-Dirndl hernehme, das Ausseher ist fast an jedem bekannt, das tragt ja auch jeder. Oder wenn ich jetzt einen Schladminger-Janker hernehme, den Schladminger, ja, den tragt man bis, was weiß ich, nach Amerika, überall. Das ist natürlich, darf das ja jeder tragen. An jedem was gefällt. Gefallen hat auch die anschließende CD-Präsentation der Rossbrand- und Windstreichmusikanten. Ja, es ist eine ganz bunte Mischung da drauf zu finden. Eben erstens mal sind zwei Gruppen, drei Besetzungen sind auf der CD. Nachher auch die Stücke sind sehr viele Eigenkompositionen aus den Gruppen, außer ein paar Volksmusikklassiker, ein paar Obergreiner. Es ist eigentlich für jedes Ohr was dabei. Dann wird das Tanzbein nach den Klängen der neuen CD A gute Zeit geschwungen. So ein Abend der Volkskultur erfreut natürlich den Landesobmann. Ja, ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass wir einfach generationenübergreifend arbeiten. Darum hat es mich auch so gefreut, dass auch die Kinder auf der Bühne gewesen sind. Weil wenn wir das Feuer an die Kinder weitergeben, dann wird das Feuer der Volkskultur im Land Salzburg nur ewig lodern.